wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für 50 Fragen. Heute werden diese beantwortet von Bram, Jules und Sebastian. Hallo. Und es geht um 50 Fragen zum PC. Gut. Aller Art. Ich habe keine Ahnung. Political Correctness. Alles andere ist cool. Ja, genau. Erstellt von God Mode On, beziehungsweise Tim steht hier hinter. Dankeschön, Tim. Dankeschön, Tim. Danke, Tim. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal so zum Warmwerden mit der ersten Frage ein. Und die erste Frage zum Buzzern ist, welche Farbe hat der berühmte Windows-Fehlerbildschirm, der häufig... Blau? Bluescreen? Der häufig bei Abstürzen von Windows auftritt. Der ist blau, deswegen gibt es 3 Punkte. Wenn ihr falsch seid, gibt es natürlich einen Punkt für alle anderen, wie immer. Ja, der ist blau. Bluescreen. Dachte, ich hätte auch gedrückt. Schade. Hast du wahrscheinlich auch. Ja, aber Brams Gesicht war zu sehen. Das Ding ist hier nicht immer, also gerade bei 50 Fragen auch, Wissen ist vorhanden, aber dann musst du auch noch schnell am Buzzer sein. Ja. Verstehe, verstehe. Das ist schwierig. Frage 2. Ich bin immer sehr schnell, was alles glaube ich. Ich glaube an dich. Danke. Achso, warte mal. Ich geh mal mit ins Team, dann können wir mal gucken, wie viele falsche Antworten es gegeben hat. Kann ich das überhaupt? Ja, kann ich. Pass auf. Klar. Da. Upp. So. Frage 2. Welches für seine Instabilität berüchtigtes Betriebssystem erschien zwischen Windows 98 Sepp? 2000. Das war nicht 2000. Ich bin frei in 3, 2, 1. Nein. Sepp. Nee, das ist falsch. Windows NT ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Ja. Bam. Millennium ME. Windows ME. Ach, oh, Windows es gab Millennium. Stimmt, es gab Windows ME, das mir für Kopfschmerzen auf LANs gesorgt hat. Was war denn NT? Ei, NT ist die Netzwerknummer gewesen. Also, ME ist bei mir, da war ich blessed, muss ich sagen, einwandfrei gelaufen. Ja, ich hatte auch ME. Ich hatte ME. Und dann XP. Ja, XP richtige besten. Antwort. XP, ja, also das ist ja auch ewig gelaufen. Also, ja. Läuft heutzutage noch. XP tat richtig weh damals der Wechsel, das weiß ich noch. Mm. Und dann irgendwie so Windows 8 oder 10, ja, pfff. Wobei 11 ist auch nicht die Kirsche auf der Sahne. Frage 3. Welches PC-Spiel, boah, guck mal, endlich was für uns, ist das erfolgreichste gemessen an jemals verkauften Exemplar? Minecraft. Das ist falsch. Ich gebe mal frei in 3, 2, 1. Ah, Jules. World of Warcraft? World of Warcraft ist ein wunderschönes Spiel, aber es ist leider falsch. Deswegen gebe ich mal frei in 3, 2, 1. Ah. Okay, Bram. Ah. Ah, Minecraft ist falsch. Ich wollte erst mal anderes sagen. Was wolltest du denn sagen? Nee, ich habe ja A gesagt. Okay, 3, 2, 1. Okay, dann sage ich trotzdem jetzt, auch wenn du sagtest PC-Spiele, gehe ich trotzdem mit Tetris. Tetris ist hier falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Und also, an jemals verkauften Exemplaren. A, Minecraft. C, GTA 5. D, World of Warcraft. Oder F, PUBG. Das zweite, das war GTA 5. GTA 5 ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Nein! PUBG. Scheiße. Dann wäre das jetzt auch noch falsch gewesen. Entschuldigung. Dann hätte ich einfach in meinen Bildschirm geschlagen, Alter. Ja, PUBG leider auch. Leider keine richtige Antwort dabei. Also PUBG war für mich am unwahrscheinlichsten. Aber ja, finde ich auch krass. Aber ist das nicht mittlerweile kostenlos und auch so mega erfolgreich in China? Aber dann ist es ja nicht verkauft worden, wenn es kostenlos ist. Ja. Ja, das ist ein gutes eigentlich. Argument. Ich kann nur mit dem arbeiten, was hier steht. Also, mir ist auch jetzt erst wieder eingefallen, dass das sogar Antwortmöglichkeiten aufgelistet werden. Nicht ja, immer. Manchmal, das weiß man nicht. Nicht so, immer, aber okay. Ich kann schon verstehen, wenn die Leute versuchen zu antizipieren, wie die Frage ist. Alter, Minecraft war so eindeutig eigentlich. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ja, Minecraft hätte ich jetzt auch, also, auch gedacht. Aber gut, da wird es eine Quelle zu geben und das ist dann so. Ja. Die steht hier. Wir wissen ja nicht alles. Quelle fake-news.com. Allerdings die nächste Frage. Und zwar Frage 4. Was passiert, wenn man aus einem PC die BIOS-Batterie entfernt? Sepp. Der PC geht nicht an, beziehungsweise BIOS wird zurückgesetzt. Ja, das lasse ich gelten.
Beim nächsten Trennen vom Netzstrom gehen alle BIOS-Einstellungen verloren und werden auf Standard zurückgesetzt. Das sind ja schon hier Jay'sche Großfähigkeiten, die Christian durchlässt. Ja, wohl, ja, aber dann war bei Sepp auf jeden Fall drin. Also hätte er jetzt nur gesagt, der PC geht nicht, auch noch mehr falsch gewesen. Ja. Da war ja war alles da. Frage 5. Was passiert, wenn man auf der Tastatur die Windows-Taste und L wie du... Sepp. Der Bildschirm wird gesperrt, also Windows wird gesperrt. Alter! Nice. Cool. Hab ich noch nie gemacht. Ich drücke mal. Also musst du auf der Arbeit, also außerhalb von Pete's Meet, wo man in seiner eigenen Wohnung arbeitet, in einem Büro, da muss man das machen, um den halt zu sperren, damit, wenn man Kaffee holen geht, keiner an seinen Rechner kann und guckt, was du so machst. Ich muss sagen, meistens, weil ich benutze es Windows E für hier so ein Dateifenster öffnen. Ja. Für meine alte Arbeit musste ich das leider lernen. Hast du deinen Bildschirm gerade gesperrt? Das benutze ich eigentlich immer. Nein, also, Windows E ist ja mega gut. Ja, ja. Vor allen Dingen, das, weißt du, man hat ja standardmäßig die Finger sowieso auf WASD, deswegen passt das ganz gut. Ich wusste nur nicht, dass das was macht. Ich tippe, tatsächlich muss ich auch relativ oft den Explorer aufmachen. Ich mache immer die Lupe und tippe Explorer ein. Nee, nee. Achso, ja, okay. Ich habe unten einen Hotbutton für den Explorer. Frage 6. Videodateien tragen abhängig vom verwendeten Encoder bzw. Container häufig die Endung AVI. Wofür steht die? AVI, Bram. All Video Information. All your video information are belong to us is falsch. Gute Frage. AVI ist so ein... Ja. Audio-Video-Information. Oh. Nee. Das ist falsch. Nee. Nee. Boah, da bin ich froh, dass wir im gleichen Moment gebuzzert haben, weil das hätte ich auch gerade sagen wollen. Aber zwei waren richtig. Audio-Video-Index? Nee, Index nicht. Das ist nicht richtig. Ich gebe mal wieder frei. Also, ja, Bram? Audio-Video-Interface? Nee. Nee. Ich gebe mal wieder frei. Das ist schon schwierig, ich wüsste nicht, um ganz ehrlich zu sein. Okay, dann cool. Hast du noch eine Idee? Nee, gerade nicht, leider. Gerade nicht, dann würde ich sagen, schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es ist Audio, Video, Interleaf. Okay, oh, okay. Da wäre man ja niemals drauf gekommen. Das ist schwierig, muss man wissen. Ja, was heißt denn das überhaupt? Audio, Video, Interleaf? Ja, dass du drin, also drauf, drin gehst. Interleaf. Ja, genau. Bitte zwischendrin verlassen. Ja. Frage 7. Wofür steht das DDR in DDR-RAM? Boah. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Alter, Domi wird gerade voll ausrasten. Bram. Data? DDR. Ja, das zweite D. Ach so. Oh. Moment, ja, genau. dann Double Data RAM, weil SD ist Single Data RAM, hoffe ich dann. Double, was war es jetzt? Double Data RAM. Nee, das falsch. Das macht gar keinen Sinn, dass DDR für RAM steht. Das ist Tools. Dedicated Data. Shit. Shit ist. Moment, nee, das ist leider falsch. Ich geb mal wieder frei. Das heißt SD-RAM und DDR-RAM, wa? Ja. Ja. Okay, SD steht für Single. Double Data. Single Data RAM. Und. Wo steht denn das R? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, Bram. Double Data Reading RAM? Nee. Nein, scheiße, RAM heißt ja Reading on Memory. Scheiße. Ja. Reading. Okay, dann schließe ich die Frage. Double Sehr? Data Register? Nee, Register ist es nicht. Ich gebe mal wieder frei. Double Data Registry? Registry ist auch falsch. Ich gebe mal wieder frei. 4, 3, 2, 1 geschlossen. Es wäre Double Data Rate. Okay. Oh. Ach, natürlich. Ah, nein. Oh, macht ja auch Sinn. SD, Single Data und dann Double Data Rare macht irgendwie Sinn. Jetzt bin ich sehr gespannt. Denn bei Frage 8 hätte ich gerne gewusst, warum folgte auf Windows 8 eigentlich Windows 10 und nicht Sepp? Weil Windows, weil 9 eine böse Zahl in irgendeinem kulturellen Ding ist und deshalb hat man das geskippt.
Das kann sein, dass das irgendwo eine böse Zahl ist, aber das war jetzt nicht der Grund dafür. Ich gebe mal wieder frei. 3, 2, 1. Das ist ein urbaner Mythos. Windows 10 ist Windows 9. Heißt nämlich intern, also innerhalb des Betriebssystems heißt es Windows 9. Das ist dann einfach PR gewesen. Das mit der PR war wichtig. Das war ein Marketing-Gag. Sollte zur Schau stellen, dass die neue Windows-Version ein grundlegend anderes Konzept als die Vorgänger verfolge, Live-Service und einen erheblichen Schritt nach vorne darstelle. War also gut. Windows 10 war gut. Boah, ich hätte aber auch das, was Sepp gesagt hat, wäre auch mein Guess gewesen. Kann die böse sein. 9. Mal gucken, ob wir die 13... Irgendwo war, oder Windows war es beim iPhone kriegen. So, dass beim iPhone irgendeine Nummer geskippt wurde, weil das irgendwie böse war? Wie viel sind wir denn da gerade? 14 jetzt. Aber da wurde halt auch geskippt, irgendeiner. Ich glaube, ein iPhone 17 kaufe ich mir mal einfach nur wegen der 17. Ja, ich auch, einfach nur so. Und dann verschenke ich das an jemanden, der das braucht. Frage 9. Heutzutage sind die zwei größten Grafikkartenhersteller Nvidia und AMD. Ja, scheiße. Da hat er dich also aber auch gebaitet. Ich gebe so viel zum Guten. Ich habe mein Gesicht erwartet. Ja, okay. Warum? Wenn du das antizipierst, dann ATI. AMD hat ATI. Jawohl! Wow! Oh, what the shit, Grafikkartenhersteller, den AMD 2006 aufkaufte, um seine eigenen Grafikkarten herauszubringen. Meine einzige Grafikkarte, die ich noch kannte. Da haben wir früher, muss ich sagen, haben wir uns immer ein bisschen Späßchen drüber gemacht beim Netzwerk, hier beim LAN, wenn einer mit seiner ATI Rage Fury ankam. Die war noch nicht ganz so. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn da? Voodoo 3? Gab es das schon? Keine Ahnung. Das ist schon lange her. Frage 10. Schätzfrage. Ihr dürft tippen. Steam ist die größte digitale Distributionsplattform für Computerspiele. Dort sind täglich Millionen von Menschen aktiv. Am 31. März 2022 wurde der aktuelle Rekord für die meisten gleichzeitig aktiven Nutzer aufgestellt. Wie hoch ist der? Wie viele Leute haben gleichzeitig am 31. März 2022 gezockt auf Steam? Achso, ne, wo drin war egal, wa? Ja, das ist völlig egal. Ich glaube, da ist dann auch egal, wenn du sowas hast wie hier den Desktop-Kram. Aber es geht da nicht um ein Spiel, sondern um alles insgesamt. Alles okay. Wie hieß denn das nochmal? Desktop? Weiß ich gar nicht. Wallpaper Engine. Genau, Wallpaper Engine, dankeschön. Das ist mega. So, alle haben eingeloggt. Wir fangen einfach mal hier in der Liste oben an. Bram sagt 3.499.000. Ich hätte fast gesagt 3,5 Millionen. Sepp sagt 17.777.777. Ich dumm. Und Jules haut einfach 500 Millionen Leute rein. Wow. Also Jules, du bist leider viel zu weit weg. Ups. Aber ich war aber mir nicht Bram sicher. Auch. Und es sind 29.986.681 Leute gewesen. Deswegen kriegt Sepp hier 4 Punkte. Drei. Aber war nicht irgendwie CSGO oder Dota irgendwie mit 3 Millionen das PUBG. Krasseste Spiel? PUBG mit paar Millionen also, nur halt. Deshalb war ich weiß, also Christian hat es dann nicht gesagt, aber in meinem Kopf ging es die ganze Zeit um das eine Spiel, was am meisten hatte. Das ist die Frage von Jules gewesen. Aber ist okay. Nein, nachdem ich eingetippt habe. Du hast ja gesagt, wie viele waren auf Steam aktiv und ich habe es die ganze Zeit bezogen auf das Spiel. Auf das Spiel mit den meisten. Deswegen habe ich nur 3. Weil ich dachte, geil, das war doch PUBG. Ich habe sogar erst noch in PUBG geschrieben. Nicht nur PUBG. Frage 11. Wie viel Megabyte an Daten passten auf eine in Deutschland handelsübliche CD? 700. MB, Entschuldigung. 700 MB. Da hast du aber Glück. Denn hier steht in Klammern, 700 MB würde ich auch gelten lassen. Das war auch sehr verbreitet, denn 650. Ach, 50. Okay. Oh, ja. Also bin ich ja sehr froh, dass das gelten lassen würde. Ich habe nur die 700 MB gerade vor meinem Inneren. Bessere, größere. Da habe ich immer, in dem Fall, also alles gut. Meine, da habe ich nur Urlaubsbilder mal draufgebrannt, nichts anderes. Ich hatte so einen 50er-Pack, gab es immer diese Spindeln, wo du 50 Stück aufeinander hattest, und natürlich wo ich nur Urlaubsbilder draufgebrannt habe. Ja, und die Sicherheitskopie von Windows XP, ne? RCKGW, irgendwann konnte ich es immer. RHQQ2. Genau! Frage 12. Was hast du deine Bilder immer bedeutet, ausgeschrieben, CC in einer E-Mail?
Depp. Ach, jetzt hab ich. Niemand weiß das mehr. Current Copy. Ja, nee, das ist nee, falsch. Ich geb mal frei in 3, 2, 1. Das erste war Carbon Copy? Ja, das war's. Woher weißt du, also, das, klar weißt du das, aber Carbon? Ja, du, ehrlicherweise hätte Sepp nicht zuerst das mit Copy gesagt, hätte das, glaube ich, meine Erinnerung nicht getriggert. Aber ich hatte das irgendwann mal gelesen, auch warum das so heißt. Ehrlicherweise habe ich komplett vergessen, warum es so ist, aber mir fiel es wieder ein. Okay. Also es gibt ja irgendwie CC und BCC und manchmal sehen die Leute, wer da noch drin ist und manchmal nicht. Und das ist bei uns nicht so wichtig, wir setzen immer alle auf CC. Frage 13. Der berühmte Affengriff besteht aus den Tasten Steuerung, Alt. Ach, scheiße. Entfernen? Das gibt's. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so simpel wird. Nee, warum drückst du dann so schnell? Zugesagt. Ja, wie bei AMD. Einfach mal drücken. Oh, wieso ist denn das der Affengriff? Weil du mit einer Hand machst. Ja. Wie kann man das denn nicht so voll verrenken muss? Ja, du hast ja auch die rechte Seite deiner Tastatur. Du kannst auch die rechte Seite nehmen, genau. Ja, das funktioniert aber nicht. Das habe ich gerade gedrückt. Das rechte Alt funktioniert aber jetzt mal bei mir. Bei mir hat das funktioniert, shit. Bei mir geht das jetzt auch, genau. Aber nichts passiert. Ich mach das mal nicht, ne? Wir nehmen ja nämlich gerade hier Sachen auf. Doch, bei mir geht das auch. Stützt der ganze Quatsch ab. Drückt irgendeiner auf der rechten Seite. Ich mache immer STG Alt links und entferne. Ja, wenn du nur eine Hand zur Verfügung hast, weil du in der anderen Hand das Baby hast oder so. Mach doch einfach Steuerung Shift Escape. Ist das denn was ist das denn? Jetzt bin ich auch gespannt. Kannst du Leute, ich hab, dann Gangstein vom PC dadurch gefunden. Das ist so. Steuerung, also Alt, Groß, Steuerung und Entfernen. Moment, aber das ist nicht der richtige Taskmanager, das ist ein anderer. Doch, das ist der richtige Taskmanager. Das ist der ganz normale Taskmanager. Steuerung, Shift, Escape. Na, der ist bei Bram, es gab ein Windows-Update und da ist der Taskmanager wieder klein geworden. Ja, aber pass auf, wenn ich das es gibt, wusstet ihr, dass Chrome einen eigenen Taskmanager hat? Nein. Wenn ich Chrome angeklickt habe, kommt bei mir ein anderer Taskmanager. Also kommt der Chrome Taskmanager, der die einzelnen Seiten und Tabs anzeigt, die ich offen habe. Und die Leistung, klingt, die gerade verbrauchen. Klingt interessant. Frage 14. Oh, welches textbasierte Betriebssystem war vor dem Erscheinen der ersten Windows-Version extrem verbreitet, Jules? DOS. Das war MS-DOS. Jawohl. Das hatten wir wahrscheinlich alle damals, oder? Da war ich und da konnte man sowas wie Command Conquer drüber starten, Doom und sowas, das war immer... Ich hatte das Windows 64, ich weiß nicht, ob da DOS drauf war. Commodore 64, Entschuldigung. Windows 64. Alter. Nee, das war dieses C, Doppelpunkt, dann CD, Pünktchen, Pünktchen und so weiter und so fort. So. Naja. Wieder im Jahr 3000 unterwegs. Frage 15. Welcher typischerweise 1,44 MB fassende veraltete Datenträger... Diskette. Ja. Also, ich glaube, mein Buzzer ist kaputt. Wird heute ehrlich bin ich auch mal durchgekommen, ja. Bram ist nicht so schnell. Als Symbol für Speichern verwendet. Ich habe irgendwann mal meine ganzen Disketten gefunden und die haben alle nicht mehr funktioniert. Ja, gut. Wahrscheinlich alle schon zu Staub zerfallen, wenn da reinguckst. Frage 16. Welche Monitorauflösung in Breite mal Höhe wird als Full HD bezeichnet? Ach komm. Also Full HD ist 1920 mal 1080. Das ist richtig. Ja. Frage 17. Wir freuen uns wieder. Was spielt man im von Windows 95 bis Windows XP standardmäßig in Minesweeper? Nee, Minesweeper ist nicht. Ich geh mal wieder frei. 3, 2, 1. Ja. Buzzer, du Hure. Solitär ist falsch. Ich geh mal wieder frei. 3, 2, 1. Pinball. Oder Flipper. Yes! Standardmäßig enthaltenen Spiel Space Cadet. Ah, genau. Ah. Das habe ich im Informatikunterricht immer gespielt. Nie was im Informatikunterricht mitbekommen. Oh ja. Frage 18. Schätzfrage. Das Streaming-Portal Twitch erlaubt es Streamern, unzählige Zuschauer mit ihren Streams zu erreichen. Natürlich die meisten auf PietSmiet. Was war die höchste jemals in einem Stream verzeichnete Anzahl an gleichzeitigen Zuschauern Stand August 22? In einem Stream. Das war doch der Brasilianer, oder? Ja, hatte den. Das ist eine Schätzfrage. Schätzfrage, alles gut. Aber sag mir gerne, wie viel der hat. Entschuldigung, das ist mit der Schätzfrage nicht mitbekommen. Du musst nur eine Zahl tippen. Yep.
kommt das hin? Schon viel. Ach, keine Ahnung, ihr habt bestimmt auch keine Ahnung. Mich würde ja mal echt mal interessieren, wie beim deutschen Fernsehen allein so Concurrence aussehen würden, wenn man die mit derselben Metrik messen würde wie Twitch. Mhm. Und nicht schätzen anhand von, ja, ich glaube 5000 waren es, ne? Ja. Haushalten. Oh, wir haben, wetten das, 11 Millionen Leute. Ja, genau. Ey, aber du hast ja auch immerhin zumindest in Deutschland alleine schon 80 Millionen potenzielle Zuschauer und dann nochmal Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß ich was. Egal, alle haben getippt. Wir fangen wieder irgendwie oben an bei Bram. Der sagt 2,751 Millionen und 9 hinten dran. Bei Sebastian sind 666.666 und Jules sagt 1,6 Millionen Zuschauer gleichzeitig. Ibai ist der spanische Streamer. Der hat einen Livestream gemacht zu einem großen Boxing-Content-Creator-Box-Event. Und dabei hatte der sage und schreibe 3,3 Millionen Zuschauer. Okay. Damit gehen 3 Punkte am Bram. Nice. War ich doch ein bisschen weit weg. Also um genau zu sein, waren es 3.315.320 Zuschauer. Krass. Holy shit. Frage 19, jetzt wieder buzzern. Was schützt vor unerwünschten Netzwerkern? Jules? Firewall. Was? Nee, das war Bram. Also sorry, Bram. Ja, ich dachte trotzdem Firewall. Jules ist einfach noch fertig, ja. Oh, das war schnell, Bram. Genau, was schützt vor unerwünschten Netzwerkzugriffen außer Stecker ziehen? Frage 20. Wie bezeichnet man das deutsche Keyboard-Layout? Querz. Yep. Nicht QWERTY. Nee, das ist das amerikanische. Das ist die T-Shirt-Seite. QWERTY böse. Frage 21. Microsoft wurde am 4. April 1975 von Bill Gates. Das glaubst du ja wohl selber nicht, oder? Von Bill Gates und einer anderen Person gegründet. Wie heißt die Person? A. Bram? Paul. Aber ich weiß nicht mit Nachnamen. McCartney. Paul. Schon wichtig. Paul. Er heißt Paul. Ja, da bräuchte ich schon den ganzen Namen. Also, ja, okay. Heute bin ich trotzdem jetzt nicht Jay. Ja, okay. Also, A. Steve Wozniak. Nee. C. Richard Stallman. F. Melinda Gates. Oder... Scheiße, das war... Jetzt hab ich... Ja. Also ich nehme... H. Paul. Ich wollte tatsächlich H sagen, Paul. Das lasse ich jetzt einfach durchgehen. Du warst schon bei Paul und es ist Paul Allen. Ja, Paul Allen, so hieß der. Paul, fast. Alter, ich glaube, ich hätte Steve Wozniak. Oh Mann, ey. Das war der Mensch von Apple. Genau. Als Apple noch günstige Geräte gemacht hat damals. Frage 22. Welche beiden Ziffern stellen die grundlegende Basis für jede Operation? 0 und 1? 0 und 1. Ach, darum geht's. Das Binärsystem. Cool. Frage 23. Ergänze folgenden IT-Leitsatz. Bin ich mal gespannt. Ah, pass auf, ich antizipiere. Did you try to turn it on and off again? Nee. Schade. Aber der ist auch gut. Der ist schon weit verbreitet. Falsch, ich gebe mal wieder frei. Also, bei folgenden IT-Leitsatz vervollständigen. Bei Computerfehlern sitzt das Problem zu 95% vor dem Bildschirm. Das ist richtig. Schade. Dankeschön. Wie schade. Gerne. Freu dich über meine Punkte. Ja. Nein. Frage 24. Gönner, steht aktuell 40 zu 37 zu 32. Finde ich sehr schön. Was soll der Konsolenbefehl Format C erreichen? Die Festplatte C komplett zu formatieren, eben. Alles zu löschen, was da drauf ist. Ja, alles weg. Alles weg. Schwierig, wenn Windows gerade läuft, ne? Wollte ich gerade sagen, dann geht das eh nicht. Dann macht Windows nämlich, nein, bitte nicht. Aber ja.
Früher ging das, glaube ich. Heutzutage, glaube ich, nur nicht mehr. Ach, okay. Das kann tatsächlich gut sein. Dass ich meine, früher gab es nicht so. Also, du konntest ja früher sogar deinen hier Win32-Ordner einfach löschen. Also, von daher. Deshalb. Bis dann irgendwann Windows mal gemerkt hat, boah, es gibt so viele dumme Leute. Irgendwann haben die sich Terminator 2 angeguckt und sich gedacht, ich kann mich nicht selbst terminieren. Und dann geht das nicht mehr. Frage 25. Damit wären wir gleich bei der Hälfte. Mit welchem ironisch gemeinten Gruppentitel bezeichnen sich PC-Spieler und Enthusiasten gerne untereinander? Nerds. Nerds ist falsch. Ich gebe mal frei. 3, 2, 1. Ja. Geeks? Geeks ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Also nicht gemeint hier. Um ihre Überlegenheit gegenüber Konsolenspielern auszudrücken. Also, das ist jetzt nur zitiert, ne? Ja, aber nein, PC so. Master das Race. Ist so. PC Master Race. Ja, Mann. Ich möchte das jetzt nicht ins Deutsche übersetzen, das reicht so. Personal Computer Meisterrasse. Personal Computer ist super. Finde ich auch super übersetzt. Hast du Personal Computer Meisterrasse? Ich bin gespannt. Frage 26. Tax ist das offizielle Maskottchen des freien alternativen Betriebssystems Linux. Ja, und wie geht dann die Frage weiter? Ich dachte, du antizipierst die jetzt. Ja, ich dachte, Linux wäre die Antwort. Ja. Aber ich weiß es nicht, was du möchtest. Gib mal frei. Okay, dann mache ich da den 3, 2, 1. Bram. Tax ist ein Pinguin. Tax ist ein Pinguin. Ja, okay. Oh, nee, das hätte ich auch nicht. Welches Tier stellt es dar? Ach. Frage 27 ist wieder eine Schätzfrage. Ja, dürft ihr wieder eintippen. Du willst wann, tippen, nicht drücken. Ich hätte gerne die Jahreszahl. Reicht mir. Also keine Monate oder so. Wann wurde der erste moderne PC, der Apple One, veröffentlicht? In welchem Jahr? Boah. Ist der eigentlich 1 oder I? Ja. Das ist eine römische 1. Ich habe den Film Jobs gesehen. Guck mal hier. Damit war $666 für Privathaushalte erschwinglich und zugleich von Haus aus mit allen benötigten Anschlüssen ausgestattet. Krass. Ja, das war ja mal Apples Motto, dass sie hochwertige Hardware produzieren, die für alle easy bezahlbar ist. Irgendwo auf dem Weg haben sie das Motto verloren, glaube ich. Ja, und dann haben sie angefangen, Geld zu verdienen. alle haben geantwortet. Dennis sagt 1981, Sepp 1993 und Jules sagt 1991. Steve Wozniak hat den gemacht, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Oder Steven, nicht Steve, also Steven Wozniak. Warum? Und das war 1976. Und damit ist schön. Was? Okay. Ja. Ja, gut, dass du den Film geguckt hast. So ein Crap-Gerät. Wisst ihr auch, warum Apple so heißt? Nee. Ja, weil er einen Apfel gegessen hat. Nee. Nie. Damit der im Telefonbuch ganz oben steht. Ah. Das ist smart. Aber smart. Warum heißt der da nicht Art Apple mit 2 A? Das hat wahrscheinlich gereicht. Achso. Um ganz oben zu stehen. Frage 28. Ist wieder zum Buzzern. Wie nennt man die Betrugsmasche, bei der man gefälschte Internetseiten. Ja, Phishing. Ach nee, Bram. Ach, das macht mich ja wahnsinnig. Da war dieses nicht nice. Fertig. Da leuchtet dann immer grün, aber der gebuzzert hat, der leuchtet irgendwie rot. Ja, Phishing ist richtig. Gefälschte Internetseiten oder E-Mails, um Internetnutzern persönliche Daten zu entlocken. Und noch diverse andere Sachen, ne? Wenn der Scheich von irgendwie Katar, der möchte euch kein Geld überweisen. Warum nicht? Der schreibt mich so oft an. Hat er mir aber letzte Woche. Mir schreiben die auch sehr häufig, aber irgendwie denke ich mir dann immer, selbst wenn das so sein sollte, dann begehst du auf jeden Fall irgendwie Steuerhinterziehung. Ja, aber für die Kohle kann man das nochmal machen. Ja, aber das ist meistens immer nur so, ja, hier hast du 20.000 Euro. In ein paar Jahren wird das Video Beweisstück A sein, im Fall die Leute gegen Dennis Bram. Machen wir schnell weiter. Das hier Frage ist nur 29. Das Produkt. Dieselbe Firma, die auch den PDF-Editor Acrobat produziert hat, hat unter ihrem Namen noch andere bekannte Software. Ich hätte jetzt gerne 2. Okay. Dann nenne ich dir Adobe Premiere und Adobe Photoshop.
Andere wären After Effects, Illustrator, Lightroom, InDesign, Dreamweaver und Audition. Siehe Quelle für die komplette Liste, brauchen wir nicht. Da arbeiten wir sogar mit. Sehr schön. Frage 30. Wie bezeichnet man Software, die ohne zu bezahlen genutzt und weitergegeben werden kann? Bram. Freeware? Freeware. Gab es früher sehr häufig, ich weiß, also mittlerweile gibt es natürlich viel mehr. Aber früher habe ich das irgendwie mehr genutzt. Ne, mehr. Jeder kennt WinRAR. Ja. Ist das überhaupt Freeware? Eigentlich ja, nicht. Das ist eine unendliche Demo. Genau, kennst du das nicht hier mit was Einstein sagte, was ich unendlich bin? Die WinRAR-Testversion und das Universum, aber da ist es nicht ganz so sicher. Also mittlerweile habe ich es sogar gar nicht mehr. Windows hat ja eins integriert. Ja, ich habe WinRAR trotzdem. Ich unterstütze die weiterhin. Auch. Nicht. Ja. Mit der Testversion. Ja. Mit dem Download, der Traffic produziert. Frage 31 ist wieder eine Schätzfrage. Die populärste Webseite, gemessen an individuellen Besuchern pro Monat. Es ist eine Schätzfrage. Ja. Alles gut. Ja. Was wäre denn deine Antwort gewesen? Google. Ist google.com mit 2,98 Milliarden Aufrufen. Erst auf dem vierten Platz findet sich wikipedia.org. Wie viele Aufrufe pro Monat kann Wikipedia für sich verbuchen? Wie viele waren nochmal bei Google, Entschuldigung? Google ist mit 2,98 Milliarden pro Monat die krasseste. Und wie viel kann Wikipedia auf Platz 4 Stand November 21 für sich verbuchen? Du hast richtig? Google hätte ich auch schon nicht gewusst. Hätte ich wahrscheinlich sogar mehr geschätzt. Es geht ja nur um die reinen Besuche, sprich fast alle oder sehr viele Nutzer. Individuelle Besucher pro Monat. Ja, ja, genau. Aber das reicht ja schon, wenn man das als Startseite in seinem Browser aufmacht. Das zählt ja schon, oder? Ja. Okay. Wer hat Wikipedia als Startseite? Nee, nee, Google. Du musst Bibliotheken. Nee, nicht Google, Wikipedia, ne? Wir suchen Wikipedia. Ja, nein, aber mir ging es gerade um Google. Ach so, ja, okay. Da das so viele als Startseite haben, daher kommen wahrscheinlich auch diese 2,89 Milliarden zustande. Das meinte das ich nur. Ich muss ja nur einmal im Monat da drauf gehen, ne? Das reicht ja schon. Hast du Google nicht als Startseite? Porn hab als Startseite. Oh ja, doch, ich hab auch. Ich hab auch Google, ja. Pizmit.de als Startseite. Ich hab gar keine Startseite. Ich hab so eine Schnellauswahl. Ich hab einfach 10 Dinge immer offen und. Egal. Alle haben eingeloggt. Bram sagt 1,1 Milliarden und dann irgendwie noch 9 Millionen und 1. Sepp ist bei 980 Millionen und Jules bei 750 Millionen. Und Wikipedia hatte im Stand 11/21 1,39 Milliarden geil. Individuelle Besucher. Was? Das sind nice, schön geraten. Für Dennis. Nice, schön geraten. Hey, man muss Jules, ich habe geschätzt. Frage 32 ist wieder zum Buzzern. Welche Peripheriegeräte müssen mindestens an einen PC angeschlossen sein, damit der... Noch komm, du Buzzer, Alter! Hm? Nur die Tastatur. Das lasse ich mal zählen, weil es effektiv ist. Theoretisch startet der PC auch ohne. Aber für effektiv zumindest eine Benutzereingabe muss nur die Tastatur dran. Frage die eigentliche 33. Antwort war quasi gar nichts, oder was? Ja. Okay. Ich finde es schön, dass er zählt. Der geht immer an, ja. Genau, der geht immer an. Sei denn. Ja, egal. Frage 33. Valve entwickelt heutzutage keine Computerspiele mehr. What? Das stimmt doch gar nicht. Sondern betreibt Steam und versucht sich nebenher als Hardware-Entwickler. Steam Deck. Ach. Das war krass. Da kommt nämlich noch viel Text. Oder? Oh, wow, ich dachte schon. Um die VR. Ja, aber hätten das sonst? Um die VR? Nee. Am 25.02.2022 wurde Valves neuestes Projekt veröffentlicht. Wie heißt es und was ist es? Ja, liegt sogar hinter mir. Das ist eine sehr schöne Handheld. Er hat sich hier rausgeschmissen, Geld wenigstens gelohnt, Jules. Ich benutze das sehr oft. Es ist nicht rausgeschmissen und ich muss es nicht jedes Mal rechtfertigen vor allen, weil ich so ein Ding habe. Nee, ist gut. Ist okay, wenn du für 2500 Euro ausgegeben? Krasse. Was? So teuer ist das? Nein, ich habe die UVP davor ausgegeben, weil ich halt zu den ersten gehörte, die direkt reingeorgelt haben. Nein, das ist, ich glaube, das fängt bei 419 an und geht hoch bis 699. Je nachdem, wie viel Speicher und. Okay. 5000 Euro?
Frage 34. Die Taktfrequenz eines Prozessors wird in Gigahertz gemessen. Wie ist die Taktfrequenz definiert? Sepp. Recheneinheiten pro Hertz. Das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Ich verstehe die Frage. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Die Taktfrequenzen eines Prozessors wird in Gigahertz gemessen. Wie ist diese Taktfrequenz definiert? Kannst du dir um die Frage zu verstehen? Sepp. Also nicht Recheneinheiten, sondern auch. Operationen pro Sekunde. Das lasse ich dann zählen, weil das pro Sekunde, das fehlt. Hast du beim ersten Mal nicht gesagt. Ja, in Hertz, aber Hertz ist halt immer pro Sekunde, aber das ist ja geil. Okay. Echt, wenn ich 600 Hertz habe, sind das 600 pro Sekunde? Ja. Ah. Ist ja, das so? Ist ja 120 ist so. Hertz, und also FPS und Hertz, kann man ja auch immer sagen, genau. Ne, bei Spielen. Also Hertz ist die Einheit pro Sekunde. Ah, ist okay. Hertz ist die Einheit der Frequenz, oder? Ja, genau, pro Sekunde. In einem periodischen Signal, dann nehme ich den anderen wieder einen Punkt weg. Dementsprechend war Sepps Antwort vorher nämlich richtig. Also ich weiß nicht, ob Operationen oder Recheneinheiten da unten. Ja, perfekt, da war alles ich einfach gut. Unwissend. Alles gut. Nehme ich mir auch einen Punkt weg. Wäre auch okay. So. Ja, 26 ja, falsche Antworten hatten wir bis jetzt. Frage 35. Motherboards gibt es in verschiedenen Formfaktoren. Welche der hier gelisteten Formfaktoren ist der kleinste? Slim. Nee, das ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Entweder Mini-ATX oder Micro-ATX. Ja, aber du musst dich entscheiden. Und ich werde jetzt das andere drücken. Ich werde auch das andere drücken. Scheiße! Nein! Oh Mann! Entweder oder bringt mir ja nichts. Für Nina habe ich mir. Egal. Oh, scheiße. War das Mini oder Mikro? Ich glaube, es war Micro ATX. Micro ATX. Nitro? Nitro. Ich glaube, es war ATX. Nee, Micro ATX war es, glaube ich. Micro ATX ist falsch. Scheiße! 3, 2, 1. Mini ATX. Mini ATX ist falsch. Ich gebe frei in 3. Du hast uns hart gebaitet. Ja, nein, ich war ziemlich sicher, dass es so ein bisschen war. Welcher der hier gelisteten ist der kleinste? A. Okay, okay. ATX. B. Mini ITX. C. Mini ITX. Ach, fuck, das ist bestimmt Mini auch ITX falsch. Mini ITX ist richtig. Oh, ITX. Ach, deswegen. Die, okay. ATX. Wir hätten ATX, Mini ITX, Micro ATX und EATX. Was ist denn EATX? Hä? Das klingt irgendwie ganz komisch. EATX. Klingt ein bisschen erfunden, wenn wir ehrlich sind. Dabei tut so eine Juck beim Ohr, ey. Also, so eine habe ich auf jeden Fall bei Nina verbaut, weil das ist die kleinste einfach. Da ich habe auch so eine Grafikkarte im frühen Stadion genannt. Ja. Frage 36. Was ist der grundlegende Unterschied zwischen einer HDD und einer SSD? Die SSD ist eine rein digitale Festplatte und die HDD, die dreht sich und schreibt auf physischen Daten. HDDs machen dort auf Magnetplatten, die sich rotieren, und SSDs speichern auf Chips und sind damit digital. Also so, ich weiß, ja. Ja. Frage 37. Welche Methode zum Komprimieren von Daten war lange Bram? WinRAR. Das ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Zip, Win, Zip. Zip ist richtig. Bram hat die falsche Entscheidung genommen. War lange Zeit der Standard und ist seit Windows 7 fest ins Betriebssystem integriert. Zip war nie der Standard. Doch. Doch, lange vor WinRAR gab es WinZip. Lange vor. 30 Jahre vorher mindestens. Du hast auch immer, wenn du 100 MB an Dateien zusammengezippt hast, dann hast du 98 MB nachher rausbekommen. Und bei WinRAR hast du wenigstens noch irgendwie 20 draus gemacht oder so. Ja, Zip war aber schon so der Standard. Zip war echt crap. Ah! Jetzt kommen wir ein bisschen Nostalgie, Leute. Frage 38. Welcher kultiger Audio-Medienplayer war in den 2000ern? Okay. Ich hoffe, es war der Windows Media Player einfach.
Der Windows Media Player ist falsch. Ach so, ja, ja, komm, Buzzer, Mann, warum? Winamp. Och, come on. Wie war das noch? It really whips the llama's ass oder so? Ja, genau. Warum ist der vom Markt verschwunden? Der war echt, da konnte man sogar cool. Animes drauf schauen. Die waren so die ersten, die diese Browser hatten mit so Streaming und sowas. Aber einfach, weil man dafür heute keine Funktion, kein Geld mehr mit verdienen kann mit so einem Scheiß. Ja, also mit Geld verdienen. Ob ich jetzt Spotify starte oder halt Winamp. Vor allen Dingen, bei Winamp brauchst du ja die ganzen Dateien als Sicherungskopie auf deinem Rechner. Ja. Nee, aber dass sich das nicht weiterentwickelt hat und so, weißt du? Ich glaube, VLC hat das irgendwann alles abgelöst, weil das so eine All-in-One-Lösung war, ne? Ich meine, ja, wer hat heute noch diese riesigen Ordner wie damals, weißt du, diese 2 Gigabyte an Musik, wo man, sich Sicherungskopien gemacht hat. Frage 39. ICQ war einer der erfolgreichsten Instant Messengers. Wofür stehen die Initialen? Also ausgesprochen so. Dann ausgeschrieben. Ja, Bram. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich sehe dich. Was? ICQ. Genau. Ernsthaft? ICQ. ICQ war das. War nicht, das wäre dann, ich suche dich, ja, aber mein, ja. Ja, das dann nimm mit einem Scheiß. Ich hab's verkackt. Ich habe nicht zugehört. Kannst du mir die Punkte wegnehmen und dann streichen wir die Frage einfach. Ich will doch bei der Punktzahl bleiben, Bram, wenn ich ehrlich bin. Dich, ja, 69. Ja, ich war bei ICU, aber ICQ macht ja viel mehr Sinn. Habe ich nicht dazu gedichtet. Eine Frage weniger, guck mal an. Frage 40. Wofür steht die IT-Abkürzung DAU? D-A-U. Sepp. DAU steht für Digital Algorithm. Gib frei. Buzzer. Verrate mich nicht. Komm, Buzzer, dieses Mal. Komm. Ich gebe frei in 3. Komm. Ja, dümmster anzunehmender User. Ja. dieser Buzzer, ne? Du bist auch so ein DAO. Nervenaufreibend. Oh, danke, das ist lieb von dir. Das ist ein anzunehmender User. Das hätte ich aber auch nicht gewusst. Also. Wo wird das benutzt? Ja, immer wenn einer einen Fehler macht. Achso, in der IT, okay. Ich dachte, also. Das ist dann sowas wie: Mein Drucker druckt nicht. Haben Sie ihn denn an Strom angeschlossen? Also warum? Okay. Das ich kann so. Mir gut vorstellen, dass in größeren Firmen wirklich die IT mit Problemen kämpfen muss, wo du dir hin und wieder mal an den Kopf greifst. Absolut. Ja, du, das ist in jeder Firma ist das auch so. Und dann fragt man nicht den Nachbarn, nee, man ruft direkt in Indien an. Ja. Weißt du, als ich früher in so einer Firma war, gab es die ganze IT war in einem anderen Gebäude, sogar in einer anderen Stadt, außer der First-Level-Support. Der war bei uns im Gebäude. Ja, und der hat da nicht solche Sachen gemacht wie neue Rechner aufsetzen und so. Nein, die kam aus der anderen Stadt. Der hat nur so Sachen gemacht, wenn irgendwas nicht angegangen ist. Frage 41. Was ist das größte bis heute ungelöste Problem beim Verwenden von VR-Brillen? Sepp. Das Kabel von der Brille. Ja, die gibt es mittlerweile auch also ohne Mobilität. Schon einige. Die Kabel. Deswegen gebe ich frei in 3, 2, 1. Motion Sickness? Oh, stimmt. Motion Sickness. Stimmt. Also eine etwas seltsame Frage, weil ja, ist schon, also das wirst du ja auch nicht lösen können, oder? Ich habe das leider ganz krass, obwohl ich sehr gerne VR benutze. Das tut mir leid. Ich hab das leider, also ich kann eine Viertelstunde oder so kann ich spielen, danach muss ich es leider abnehmen, wenn ich nicht irgendwo hinreiern möchte. Also wird dir dann, also ist einem dann wirklich schlecht im Sinne von schwindelig? Ja, genau, mir ist schwindelig und mir ist übel. Also ich dieses Gefühl, dass ich mich übergeben müsste. Ja, das heißt halt immer mal besoffen, bis jetzt einfach so eine Brille auf. Ja, dann geht's richtig ab. Frage 42 ist wieder eine Schätzfrage. Der Markt für PC-Prozessoren wird von Intel und AMD dominiert. Wie groß ist aktuell der Marktanteil von AMD in Prozent? Stand Q2 2022. Der Marktanteil die hatten, von achso, AMD. Oh nee, ich denke lieber nicht laut nach. Schon gut. Aha, in die Prozent. Hatten. Ah nee. Ja, Jules. Wobei man muss ja auch die Apple-Chipsätze auch noch mit reinrechnen, ne? Die sind, glaube ich, auch nicht so klein. Vom PC-Markt? Weiß ich ja nicht.
Also sind aber wir haben, Laptops und so. Wir haben drei Antworten. Und zwar sagt Dennis 36%, Sepp sagt 32% und Jules sagt 55%. Oh. AMD ist sehr viel kleiner als Intel. Ups. Und AMD hat einen Marktanteil von 36,4%. Yeah. Wow, das haben wir fast getroffen. Nice. Schmutz. Das ist krass. Ich habe letztens so dieses AMD krass aufgeholt hat und ich dachte jetzt irgendwie, das hieße auch, dass sie irgendwie einen höheren Marktanteil hätten. Ja, aber scheint nicht. Knapp über ein Drittel, wie das aussieht. Ja. Nächste Frage, 43. Wie viel Kilobyte sind nach den gängigen IT-Standards? 1024. Das sind so die Zahlen. Also auch bei 1024 mal 768 und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann hat das alles mal Sinn ergeben. Und Zweierpotenzen. Ja. Frage 44. Was ist die schnellste Datenschnittstelle für Festplatten? Ja. Das ist SATA. SATA ist falsch. Ich gebe mal frei in 3, 2, 1. A. Ach. NVMe. C. Ja, das. NVMe. Ach so, das ist richtig. Nein. Wir hätten noch SATA 3, IDE oder SATA Express. Das. Ist der neueste Standard. Genau. Für die M3-Dinger, wo du das direkt aus Mainboard clips. Genau. Ja. Ah. Die sind schon sehr geil, die Dinger. Die sind nice. Also die lohnen sich das wirklich. Heißt, wenn du einfach mal so eine 30 GB-Datei verschiebst und da brauchst du einfach nur Sekunden für statt 6 Minuten geh mal einen Kaffee machen, das ist schon krass. Ja. Frage 45. Wie viele Bit sind ein Byte? Dennis. 8. Frage 46. Welche gängige Programmiersprache ist für ihre Plattformunabhängigkeit bekannt? Die. Ja, komm. Fangen wir mal an. Ich. C++. C++ ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Dennis? Proton. Proton ist falsch. Ich gebe frei. 3, 2, 1. Java? Hä, aber die ist doch nicht unabhängig. Die ist erlaubt, dass mit ihr programmierte Software auf so gut wie jedem Betriebssystem verwendet werden kann. Java, Minecraft basiert unter anderem auf dieser Programmiersprache. Aber ist das nicht genau der Nachteil, dass es halt nicht mehr überall verfügbar sein wird, weil Java halt eingeschränkt wird? Wie eingeschränkt? Ja, ja, das stimmt. Es ist immer mehr deprecated, aber das ist ja, das hat ja trotzdem zum Glück trotzdem halt für die Plattformunabhängigkeit bekannt und ich hab's gehasst. Ah, okay. Java ist also deshalb war's für und das halt soll nochmal jemand sagen, dass sich mein Informatikstudium nicht gelohnt hat. Ja. Trotzdem ist Java eine absolute Schmutzprogrammiersprache. Du geiles Luder, ey. Geiles Luder. Frage 47. Warum geht Hardware meistens kaputt, wenn man sie. Ja. Unter Wasser hält, weil es dann einen Kurzschluss gibt. Das klingt schlüssig. Dann darf ich zählen. Leitende Schaltung unter Wasser hält. Warum geht Hardware meistens kaputt, wenn man sie unter Wasser hält? Leitende Teilchen im Wasser erzeugen Kurzschlüsse und korrodieren empfindliche Leiterbahnen. Also das Entschuldigung, ich habe die Lösung halt offen, hab zuvor gedrückt. Also sorry. Aber was soll man sonst damit machen, ne? Lol, okay, das war jetzt ein Frage bisschen lucky 48. Guess. Wie heißt die PC-Firmware, die das BIOS im PC ca. 2010 effektiv ablöste? Bad. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Ist da ABCD oder so? Nee, wie heißt die PC-Firmware, die das BIOS im PC ungefähr 2010 ablöst hat? Keine Ahnung. Ich auch nicht. MS-DOS. Ich auch nicht und drück. MS-DOS. Ich verstehe die Frage nicht mal, Mann. Fand das schön, ich habe auch keine Ahnung, drück. Aber es ja, immer noch BIOS, oder nicht? Die PC-Firmware, die das effektiv ablöste. Also ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Ja. Die heißt nämlich jetzt. Nee, heißt das echt nicht mehr BIOS, wenn man das aufmacht? Nee, das heißt. Die Firmware. Die Firmware. Die BIOS ablöste, ja, heißt. Die heißt PC Interface. Nee. Nein, damit die PCI heißt. Das ist eine Schnittstelle, Mann. Ich würde mal sagen. Hör auf zu lachen, du hast Informatik studiert und weißt das auch nicht, ja? Shit. Aber das war vor 2000. Die Frage in 5,
4, 3, 2, 1. Es wäre UEFI, beziehungsweise... Da habe ich schon mal gehört. Sogar. Unified ja, Extensible Firmware Interface. Okay. Jetzt, wo du sagst... Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr so häufig im BIOS wie früher. Also einmal, als ich PC-Probleme hatte, war ich da häufig drin, aber mittlerweile... Also früher war ich da öfter. Mittlerweile kannst du das mit der Maus steuern. Steht da nicht ja, trotzdem BIOS? Das ist ja sowieso, dass es da nicht noch irgendwie Sound gibt, der eine Hintergrundmusik abspielt. Das ist ja einfach der Oberschick. Wie so die alten Crack-Programme einfach. Boah, die war so nervig. War immer volle Lautstärke. Vorletzte Frage. Frage 49. Der Durchschnittspreis von Grafikkarten war, zumindest bis vor kurzem, lange Zeit extrem hoch. Nenne eine der typischerweise zitierten Ursachen. Sepp. Crypto-Mining. Oh ja. Crypto-Mining, Lieferengpässe durch Corona-Ausfall, Lockdown-bedingter Mehrbedarf an PCs, Scalper, also Leute, die wenig vorhandenen Grafikkarten blitzschnell kaufen und teuer verkaufen oder allgemeine Mikrochip-Knappheit. Das sind ganz schön viele Gründe, warum die teurer geworden sind und jetzt auch immer wieder günstig, jetzt wo der Bitcoin gefallen ist. Keine Ahnung warum. Ja, Ethereum wird ja auch umgestellt. Das ist gar nicht mehr gemeint. Ist schon umgestellt worden. Ja, ist schon. Wird jetzt gar nicht gemeint. Also da kannst du deine 58.000 Grafikkarten alle wieder zurückgeben. Ja. Oder umstellen. Wenn du die eh schon hast, was willst du machen? Letzte Frage. Mach's. Welche dieser Linux-Distributionen gibt es nicht? Ach, ich behalte meine Punkte. A. Ubuntu. C. Ubuntu, ja. Das heißt, das ist Ubuntu oder so heißt das. Ja, aber ich glaube, das heißt irgendwie anders Ubuntu. Also, das ist falsch. Okay. A, nein, Ubuntu. Meine Punkte! C. Ah, gefickt, Jules, ne? Parrot so OS. F. Dildos. Oder G. Ich sag Dildos. Oder G. Red Flag. Dildos, Alter. Ist ja mega gut. Der hat ja gute Timmer und schöne Art von Humor. Fand ich auch sehr schön als abschließende Frage. Mann. Damit sind wir 50 Fragen zum PC heute durchgerödelt. Vielen Dank an Tim. Nice, Bram. Es gewinnt Dennis mit 87 Punkten, vor Jules mit 70, vor Sepp mit 59 und ich habe leider nur 39 Punkte bekommen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten 50 Fragen spätestens. Wunderschönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss!